Hallo liebe Zocker, liebe Zockerinnen und herzlich willkommen zurück zu unserer weiteren Folge von Vampires Cold Soul. Und an der Stelle wünsche ich erstmal allen Vätern und allen Männern einen schönen Vater-Männertag. Und nun lasst uns aufbrechen zu Kapitel 1. Ah, mein Kopf. Wie schön, dass du dich zu uns gesellst, schlafende Schönheit. Wer bist du? Um eines klarzustellen, ich bin derjenige, der Fragen stellt. Fangen wir mal mit deinem Namen an. Mein Name ist Lyrik, Evela Lyrik. Ich bin Lavelle Esquire. Du hattest Glück, dass wir dich gefunden haben. Einen Moment später und du wärst ein weiterer Teil der gefrorenen Dekoration der Straße gewesen. Ich muss in Ohnmacht gefallen sein. Ich habe mich noch nie so gefühlt. Wir sind unglücklicherweise gut vertraut damit. Celeste hatte die Idee, dich dort oben zu lassen. Gut für dich, dass sie nicht das Sagen hat. Und ich fühlte mich heute gnädig. Dort oben? Wir sind im Untergrund. Sieht aus, als hätte ich jemanden gerissenen in meinen Händen. Ich habe mir erlaubt, deine Sachen zu durchsuchen. Eine Menge Kletterausrüstung und ein seltsames Buch. Pardon. Welches niemand lesen kann. Erklärung? Ich kam auf der Suche nach Antworten über meinen Vater, dem verstorbenen Dr. Niccolo Lyrik. Ich bin mit seinem Buch von Edina aus hierher gereist. Natürlich, schon klar. Jeder weiß, dass niemand Ismera betritt und jemals wieder verlässt. Ismera? Du meinst, ich bin hier? Ich habe es tatsächlich in die Stadt geschafft? Angenommen, ich höre dir einen Moment bei deiner absurden Geschichte zu. Wie zur Hölle bist du am Frostfall vorbeigekommen? Die Barriere, die Stadt umgibt. Entschuldigung. Die Barriere, die Stadt umgibt. Ich bin durchgegangen. Genug von diesem Schwachsinn. Glaubst du, ich habe nicht gesehen, was passiert, wenn jemand ihn berührt? Sofortiger Tod! Die einzigen Freaks, die auf der Oberfläche wandern, sind entweder Geister, verrückte Überlebende oder die grüne Flamme. Du bist nicht tot. Und soweit ich dies beurteilen kann, bist du noch gesund. Also bleibt nur noch... Wie ist deine Verbindung zur grünen Flamme? Wie ist unsere Verbindung? Wir wissen ja nichts darüber, ne? Also ich würde sagen, wir entscheiden uns mal für, ich kenne sie nicht. Grün was? Grüne Flamme. Der arkonische Kult, der die Wächterallianz vernichtet. Läuten irgendwelche Glocken oder hast du unter einem Stein gelebt? Ist der Kult für diesen eiskalten Fluch verantwortlich? Ich kann dir versichern, dass ich nicht zu ihnen gehöre. Ich bin gerade erst angekommen. Das ist dein Ernst, oder? Stelle dir meine Überraschung vor, als ich erfuhr, dass ein Edina beschlossen hat, einen Freizeitspaziergang an der Oberfläche zu unternehmen. Hör zu, ich habe eine dringende Angelegenheit. Ich suche nach einer Person namens Squad. Kennst du ihn? Hey, es gibt hier nichts mehr, was wir gerade sprechen könnten. Aber ich fühle mich heute gnädig, also ich sage dir, du hast hiermit die vorläufige Erlaubnis, dich in Derlach bewegen zu dürfen, bis ich herausfinde, was ich mit dir machen soll. Das ist... Derlach? Oh, das ist der Name unseres schönen Aufenthaltsortes, tief unter Isnera. Willkommen im Paradies. Du lässt mich gehen? Es gibt keinen Ort, wo du hingehen könntest, so dass du dich am besten wie zu Hause fühlst. Und nimm dies, du brauchst etwas, wenn du hier unten überleben willst. Was ist das? Wir nennen es Helion und es ist die einzige Währung hier unten, betrachte es als kleines Willkommensgeschenk. Ich habe noch nie Papiergeld gesehen. Versuch irgendwas Komisches und du bist tot, in einer Zelle oder direkt an der Oberfläche, wo wir dich gefunden haben.
Ist das klar? Kristallklar. Also das war auf jeden Fall nicht gerade so das netteste Gespräch. Und wir sind ausgehungert und müssten mal was zu essen suchen. Schauen wir mal, ob wir das auch finden. Du kannst rennen, während du in der Lach bist. Oho, dann rennen wir doch mal. Ja, wir können rennen. Tatsächlich. So, hier der große Held will aber nicht mit uns reden. Das heißt, wir gehen erstmal durch die Tür. Gefängniswächter. Der Captain ist fertig mit dir? Was? Das ging schnell. Warte bitte, bis ich deine Papiere überprüft habe. Gut. Dann schauen wir uns die Umgebung einmal an. Hier ist was zu finden. Wie du dich warm hältst. Schritt 1. Mache ein Feuer. Schritt 2. Stehe vor dem Feuer. Schritt 3. Bleibe warm. Ja, das ist niedlich. Oh, hier. Da ist jemand gefangen. Halte Abstand von ihr oder du verlierst eventuell ein Körperteil. Das ist Isabel Salazar. Die Frau beherrscht schwarze Magie. Betrachte dich als gewarnt. Ich kann sie nicht zuordnen, aber aus irgendeinem Grund sieht sie so vertraut aus. Okay. Salazar schweigt uns an. Und jetzt spricht sie. Der Frostwind heult um dich herum. Deine Anwesenheit hier wird viel Schmerz bringen. Was? Ich verstehe es nicht. Und Salazar schweigt wieder. Dein Papierkram ist fertig. Verschwinde, bevor wir unsere Meinung ändern. Okay, dann holen wir mal lieber unsere Papiere. Halte am besten Abstand von ihr, damit sie dich nicht verflucht. Die Hexe kennt schwarze Magie. Betrachte dich als gewarnt. So. Oh, das erste Mal haben wir jetzt mal die ganzen Räume verlassen und sehen jetzt sozusagen von oben. Und ich würde sagen, wir laufen einfach mal zum Fragezeichen. Ich denke mal, da sollte unsere Quest weitergehen. Der Markt. Halt! Du hast keine Erlaubnis, um hier herumzuschleichen. Komm runter, guter Mann. Sie ist eine gute Freundin. Erkennst du sie nicht? Noch ein Mädchen, du verrückter Bastard. Ich muss noch immer deine Papiere überprüfen. Brauchst dich nicht zu bemühen. Ich kann mich persönlich für sie verbürgen. Immerhin ist ein Freund von mir ein Freund der North Venture Company. Na gut, geh weiter. Wer ist dieser geschmeidige Redner? Was für wunderschöne Augen die Dame hat. Maroma, außergewöhnliche Reliquienjäger zu deinen Diensten. Ah, okay. Sorry, aber das ist nicht eine tolle Ausrede dafür, dass du ein Dieb von Antiquitäten bist. Du beleidigst meine Gefühle mit solch stacheligen Worten. Ich bin nur ein bescheidener Abenteurer, der zur falschen Zeit am falschen Ort steckte. Danke, dass Sie mich am Markttor verteidigt haben. Ich heiße Lyrik. Warum haben Sie mir geholfen? Ich habe ein schnelles Ohr, my lady. Das Leben hier kann für einen Fremden, der unseren fremden Wege nicht kennt, schwierig sein. Ah, vergib mir, du musst hungrig sein. Gestatte mir, dich zum Markt zu bringen. Sehr gerne. Dies ist ein Angebot, welches ich nicht ablehnen werde. Komm, folge mir. Hallo, Jasol, das ist Lyrik, meine liebe Freundin seit heute. Sie glotzt mich so dumm an. Jasol, nicht wahr? Das ist ein hübscher Name. Wie kann ich dir heute helfen? Hast du irgendetwas zu essen? Ich kann mit Gold zahlen. Wir nutzen hier kein Gold, my lady. Hast du kein Helium? Helium? Die Foxier verbrannten es traditionell als Opfergabe für deren Vorfahren. Es ist jetzt die bevorzugte Währung für Geister. Du meinst dies, richtig?
Laville hat mir etwas gegeben. Super, sollen wir handeln? Suchst du etwas Besonderes? Ja, weiß ich auch noch nicht. Derlast Überlebende und ruhige Geister handeln mit einer Papierwährung, die als Helium bezeichnet wird. Du musst plündern und Gegenstände verkaufen, die du unterwegs gefunden hast, um mehr zu verdienen. Wechsle zwischen den Händlerwaren und deinem Inventar, um Sachen zu kaufen oder zu verkaufen. Handelskunst steht für deine Fähigkeiten, mit Händlern zu feilschen. Weitere Optionen und seltene Gegenstände werden im Shop angezeigt, wenn du hohe Handelskunst hast. So, dann wollten wir ja was zu essen mitnehmen, ne? Schiene. Also Schiene brauchen wir erstmal nicht, aber werden wir später brauchen, die heilt zumindest Knochenbrüche. Oder hilft den Heilungsprozess zu beschleunigen. Was haben wir denn hier? G. Eco-Schwanzspieß. Uah. Es schmeckt gut, ist aber nicht sehr nahrhaft. Gesund minus 1, Vitalität plus 1. Während Kampieren verwendbar. Okay. Naja, ich würde sagen, wir kaufen mal davon 2 Stück. Ein Tee aus Hochlandblättern von Sevilla. Gute Möglichkeit zum Ausnüchtern und zur Erholung, heilt verwirrt und Hypothermie während Kampieren verwendbar. Brauchen wir, denke ich mal, noch nicht. Tausendfüßlerstock. Ist ja auch nicht so lecker. Er ist nahrhaft, aber schmeckt nicht gerade lecker. Vitalität minus 1, Gesundheit plus 1 während Kampieren verwendbar. Gut, kaufen wir das noch. Stimmensirup. Sirupartige Mischung beruhigt den Hals und bringt die Musik in deiner Stimme zum Ausdruck. Heilt heiser und schläfrig während Kampieren verwendbar. Okay. Riechsalz. Eine Stimulanz, um das Bewusstsein müder Reisender zu wecken. Heilt Ohnmacht und Halluzination während des Kampieren verwendbar. Naziri Feuergebrauch. Berüchtigtes Naziri-Getränk brennt ganz hinterher. Hinunter. Hält den Körper warm und gibt flüssigen Mut. Halt verängstigt und erfroren, werden Kampieren verwendbar. Nehmen wir da auch mal 2 mit. So, das sollte erstmal aber reichen, hoffe ich. Wir werden uns bald wiedersehen. Gewiss. So. Stopp! Genau dort! Lady Celeste, was bringt dich zu unserer ruhigen Ecke von Derlach? Was machst du außerhalb des Gefängnisses? Nun ja, da gibt es ein Missfall. Halt die Klappe, Maron. Waren verhaftet sie. Was? Ich glaubte wirklich nicht, dass du es schaffen würdest, als wir dich in diese Zelle steckten. Kell ist richtig. Laville hatte erwähnt, dass dein Team mich gefunden hat. Spar dir die Höflichkeiten, ich vertraue dir nicht weiter, als ich dich werfen kann. Trotzdem hast du meinen Dank. Das war kein Akt der Güte. Mein Team hat dich auf der Straße gefunden. Ich dachte, du könntest ein Agent der grünen Flamme sein, den wir befragen könnten. Gute Informationen sind heutzutage schwer zu bekommen. Ich verstehe jeden Verdacht, aber ich habe Laville bereits gesagt, dass ich keine Verbindung zu ihnen habe. Soll ich glauben, dass du gerade in Isimera angekommen bist? Lächerlich. Der Frostfall, der diese Stadt umgibt, tötet alles, was ihn berührt. Wir verdanken es Isabel, dass es dieses elende Geschenk weiterhin gibt. Ich habe sie gerade im Gefängnis gesehen. Was hat sie mit all dem zu tun? Du kannst aufhören, auf schüchtern zu spielen. Ich kaufe dir dein Schauspiel nicht ab, Lady. Wenn das, was Laville gesagt hat, wahr ist, bin ich die erste Person, die diese Stadt innerhalb eines Jahres betritt. Niemand außerhalb hatte die geringste Ahnung, was hier passiert. Möchtest du wissen, was wirklich passiert ist? Wir waren die Narren, die mitten im Bürgerkrieg zwischen den Fronten geraten sind. Zwischen wem? Die Spannungen zwischen den Zwergen und den Herumtreibern sind so alt wie die Stadt selbst.
Wir hätten nie gedacht, dass Ismera sich in ein totales Chaos verwandeln würde. Die grüne Flamme hatte hier seit Monaten, wenn nicht gar Jahren, Spannung hervorgerufen. Als die Zeit gekommen war, haben sie den Moment ergriffen und einen entscheidenden Coup organisiert. In wessen Namen? Der Schattenkönig. Er verfluchte diesen Ort und hält ihn eisern im Griff. Aber ich bin mir sicher, dass dies keine Überraschung für dich ist. Nach all dem tauchst du jetzt auf. So ein Zufall. Vielleicht glaubt Laville deiner kleinen Schluchzgeschichte. Aber du täuscht mich nicht weiter. Du hast die falsche Vorstellung von mir. Ich bin in guten Glauben hierher gekommen. Du marschierst zurück in die Gefängniszelle und lernst es dir mit deiner Hexenfreundin richtig gemütlich zu machen. Ma'am, wir haben ein Problem. Siehst du nicht, dass ich gerade mitten in meinem Gespräch bin? Ein verrückter Geist treibt sein Unwesen in Derlach. Was? Wie ist das möglich? Er ist im aufsteigenden Raum. Bitte kommen Sie. Mein Glück. Denke nicht, dass sich das etwas ändert. Du kommst mit mir. Könnten die Gerichte über die verrückten Geister in Ismera wahr sein? Bleibt alle zurück! Das ist kein gewöhnlicher Geist, es ist ein verrückt gewordener. Wow! Aufpassen! Callist, was geschieht hier? Captain, es scheint, als hätten einige Geister eine Fahrt nach Derla im aufsteigenden Raum gemacht. Wer hatte Dienst? Wir haben zwei Seelen hier verloren. Es gibt keinen Zeugen, wie sie hineingekommen sind, Sir. Wir kamen einen Moment zu spät an. Lyric beendete es. Ist dies so? Ich vermute deine Theorie, dass sie mit der grünen Flamme agiert, währt nicht lange. Was sagst du jetzt? Sir, wir sollten keine Schlussfolgerung ziehen. Unsinn. Bringe diese Männer in die Sylvania Heilungshalle und sei diskret dabei. Wir brauchen keine unnötige Panik zu verursachen. Und postiere einige Wachen an der Oberfläche. Lyric, triff mich im Kriegsraum in den Wächterbaracken. Es gibt jemanden, der mit dir reden möchte. Oh, ja, das war doch schon mal eine kleine Spannung. So, und bevor es weitergeht, würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mögt, nichts verpassen wollt, dann empfehle ich euch, hinterlasst sehr gerne ein Abo und aktiviert das Glöckchen. Kleine Anmerkung noch. Wenn ihr möchtet, dass ich den Text nicht vorlese, dann schreibt mir das auch einfach mal in die Kommentare. Dann würde ich mich auch danach richten. Oder ihr sagt einfach, nee, cool, weiter vorlesen. Denn das Spiel ist halt textlastig und ich glaube, man kann das auch sehr schön betonen. Und in dem Sinne nun aber, alles Liebe, alles Gute. Euer Punky vom Team Punk Let's Talk. Bye, bye.